Hey Ma, was geht? Willkommen zu einer weiteren lustigen Folge Elden Ring und Corona. Wir haben das Corona-Update, ja, immer noch. Ich stehe hier an einer Klippe. Damals in der Zeit, wo sie Elden Ring gebaut haben, da gab es ja noch diese... Jeder hatte ja an seinem Schloss einfach mal so ein Loch. Ich weiß auch nicht, wo ich damit jetzt hin wollte. Verschlossen. Okay. Okay, aber einen Schlüssel dafür haben wir auch nicht, Freunde. Dann lass mal erstmal weiter. Hier oben liegen jetzt die Leichen. Oh. Trinas Fall. Okay. Das können wir uns mal merken. Wir gehen aber erstmal hier weiter. Da hinten steht ein Typ. Und hier sind Fässer. Okay, jo. Ein schwelender Schmetterling. Nice. Macht mir mal ein bisschen Sorge, hier so durch irgendwas durchzurollen, wenn ich nicht weiß, ob dahinter vielleicht einfach ein Loch ist. Wir wissen ja auch, es gibt hier unechte Wände. Das heißt übrigens, sorry, wenn ich noch ein bisschen nasal klinge oder so, aber dieses ganze Corona-Ding, das hängt mir noch. Aber es wird von Tag zu Tag besser. Okay, da sitzt ein Typ. Hier wollen wir eins runter. Das ist alles ein bisschen weird hier drin, ne? Übrigens habe ich gelesen, und ich weiß nicht, ob das wahr ist. Margit, ein optionaler Boss. Was ich sehr interessant finde. Okay. Er ist ein optionaler Boss, aber der gibt uns, oder der hat uns gegeben, das habt ihr ja selber gesehen, halt diesen Talismanbeutel, was, wo wir alle wissen, dass in Wirklichkeit sein Hodensack, den haben wir ihn ja weggekickt, Alter. Und der ist für uns natürlich super interessant, weil, naja, jeder Talisman, den wir tragen, ist natürlich im Endeffekt ein Buff, ne? Und ein Buff ist schon was Schönes. Wenn du den hast, dann bist du Buff. Okay, da steht ein Typ. Oh, shit. Auf der Dunkelheitsskala ist das hier aber ganz dunkel. Wir können aber diese... Wir haben noch diese Leuchtteile, ne? Ein Glühstein. Guck
mal. Wenn wir einfach so einen Glühstein da jetzt hinpacken, geht es? Ah! Okay, Concentration, Concentration, Freunde. Okay, das haben wir. Stulpen der verbannten Ritter. Und im Finger einen Splitter. Ey, ohne Scheiß. Das mit dem Glühstein war der interessanteste, geistig besteste. Ihr wisst, ich wollte irgendwas Interessantes, Schlaues sagen. Move, den ich jemals gemacht habe. In irgendeinem Game. Apropos irgendein Game, hin und wieder schreibe ich auf YouTube in diesen Community-Tab, was ich denn so vorhabe, als nächstes so zu zocken. Und da könnt ihr mal eure Meinung abgeben. Nur weil ich da ein Game vorschlage, selbst wenn alle sagen, yo, finde ich cool, das heißt nicht unbedingt, dass es dann kommt, aber das nutze ich immer, um so ein bisschen eure Meinung zu wissen. Also nutzt das gerne, schreibt mir da eure Meinung rein. Auch wenn ihr Vorschläge zu anderen Games habt, bitte teleportiert mich nicht weg. Krummschwert-Talisman. Verbessert Abwehrkonter. Okay. So, wir machen mal die Sachen hier raus. Wie sieht's denn aus mit den Stulpen? Da sind wir immer noch bei mittlere Last. Gleichgewicht geht um 2 hoch. Wiegt auch nicht viel mehr, aber hat definitiv mehr Abwehr. Und sieht halt auch geiler aus. Deswegen ziehen wir das jetzt an, Freunde. Ich denke mal, mit dem rostigen Schlüssel kommen wir hier raus. Aber irgendjemand hat uns hier eingesperrt, ne? Das konnten wir ja hören, Alter, weil hier irgend so ein dreckiger Drecksack der dreckigen Dreckheit uns hier ausgelacht hat. Ich würde gerne wissen, ob wir... Ich würde gerne wissen, ob wir jetzt auch da unten in die Tür reinkommen. Weil wir haben ja jetzt diesen einen rostigen Schlüssel und vielleicht passt der ja auch da ins Schloss. Versuch macht klug, sagt man so schön. Guck, ob hier irgendwelche neuen Gegner gespawnt sind, aber es sieht alles safe aus, Freunde. Oh, nice! Du, das ist gefährlich, Alter. Solange sowas eingeblendet ist, kann ich nicht abwehren oder so. Wir müssen auch noch durch das eine Loch nach draußen, ne? Dürfen wir nicht vergessen.
What? Glassplitter. Und hier haben wir Feuerfett. Okay. Können wir rüberspringen? Bei so einem Sprüngen, da kneife ich immer meinen Arschmuskel zusammen. Ach, hier sind wir. Okay. Wir sind über den. Ich trau hier gar nichts, ne? Ein Ziegelhammer. Okay, ist das eine Waffe? Was war das? Ziegelhammer ist eine Waffe. Okay. Okay, Freunde, so weit, so gut. Guck grad, wenn wir da rausgehen, kommen wir da lang, können wir den weghauen, können wir den weghauen. Aber bringt uns das was? Ich sehe nicht, dass da irgendwie ein Item ist oder so. Ich habe eher das Gefühl, dass wir da ein bisschen tracked werden, Alter. Tracked! Freunde, tracked! Ich würde jetzt erstmal hier weitergehen. Ich höre Fledermäuse. Oder Fledermänner, man weiß ja nie. Silberner Federfuß. FIFA-Fo. Was ist denn das? Erhöht kurz die Objektenentdeckung. Also eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass Drops droppen. Alright. Habe ich euch schon gesagt, dass ich es unfassbar krass finde, wie weit hier die Wege sind von einem Bonfire zum nächsten? Und es ist mir egal, dass das nicht Bonfire heißt. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Sowieso das Gefühl, dass wir uns hier irgendwo hinbegeben, wo wir gar nicht hinwollen. Ich bekomme ganz harte Du solltest nicht hier sein Vibes. Und ihr wisst, was das bedeutet. Bedeutet, dass wir nicht hier sein sollten.
Schön. Okay, Freunde, aber wir gehen natürlich trotzdem weiter. Ich hoffe... Das klingt nah. What the fuck war das? Okay. I don't give a shit. Mir ist egal, wie wir aussehen. So langsam machen wir eh eine Fat Roll. Da müssen wir mal aufpassen, Alter. Nicht, dass wir deine... nicht, dass wir uns komplett damit anscheißen und dann hier so Fat Roll machen wie deine Mom nach dem Weihnachtsessen. Wenn man... Man merkt es schon extrem. Wenn man hier fett rollt. Aber es war ja in allen Souls-Teilen so, dass... Die eine Sache, die du auf keinen Fall willst, ist Fat Rollen. Ich meine, es gibt Leute... Es gibt Leute, die mit einer Fat Roll da einfach durchgekommen sind, Alter, und sich da cool fühlen bei, weißt du, und sagen, yo... Das ist der Shit, mit dem ich mich am wohlsten fühle. Ich fühle mich absolut nicht wohl mit einer Fat Roll. Really, though? Okay, Inventar. Wir haben doch bestimmt noch hier eine goldene Rune. Nutzen wir eine. Das passt genau. Also, was heißt genau? Uns haben ja bloß ein paar gefehlt. Dann können wir hier wieder einen Stufenaufstieg machen. In Kondition. Was wir ja gesehen haben, vom Schaden her kommen wir ganz gut klar. Ausdauer können wir halt gebrauchen, extrem. Ja, und außerdem erhöhen wir damit auch das maximal zulässige Ausrüstungsgewicht. Was geht eigentlich? Was geht auf Entdeckung? Arkanenergie. Ja, müssen wir mal gucken, weiß ich noch nicht. Ist wieder so ein Arschlochvogel. Hier können wir so ein Teil beschwören, was mir sagt, dass hier definitiv wieder... Bist du denn komplett schnullerig in deinem Kopf, Alter? Okay. Bevor wir hier weitergehen, schauen wir erstmal noch hier drüben.
hinten wissen wir ja, da ist auch noch dieser Ritter. Den könnten wir ein paar Mal legen, bis wir die komplette Rüstung haben, im Endeffekt. Ist hier vorsichtig? Gibt es hier irgendwo einen Schalter? Können wir hier irgendwas machen? Nein. Ha, okay. Aber hier geht es nach oben noch. Da ist einer von denen. Okay. Hi. Ah, das ist jetzt doof. Wie komme ich da rüber? Ich könnte jetzt bestimmt auf die Hälfte springen. Habe ich aber keinen Bock drauf. Weil ich ganz genau weiß, dass das eine dumme Idee ist. Okay, also wir können hier einmal außen rumlaufen. Aber das bringt's uns nicht. Ich überlege jetzt wirklich, ob wir da einmal auf die Mitte springen wollen. Das ist so tricky, wenn ich die Scheiße verkacke. Ja, Freunde, ey, ich habe den Sprung geschafft. Pünfer für ein paar bescheuerte Wurfgeräusche. Na, das ist doch super, oder? Dann würde ich sagen, können wir ja hier unten den Hebel mal ziehen. Damit holen wir ja den Fahrstuhl nach oben. One. Irgendwas ist passiert, Freunde. Ich glaube, hier ist ein Vogel reingeflogen. Ich bin gerade... Sitzen überall welche, ne? Ja, hier sitzen überall welche. Der Typ hier. Sturmfalken, Feder, schwelender Schmetterling, Schmiedestein. Da sitzen zwei. Alright. Easy. Freunde. Es ist ja einfacher als einem Kind den Schnuller zu klauen. Warum können wir hier rauf?
Kann ich da rüber? Was bringt mir das, wenn ich da rüber komme? Dude, den habe ich gar nicht gesehen. Okay, aber wir können auf jeden Fall auf die Balustrade und von dort auf die Dings und uns da mal umgucken. Okay, hier gibt's nichts. Aber es ist interessant. Das wäre so fies, dass ich mir fast vorstellen könnte, dass das tatsächlich existiert, aber nee. Das wäre selbst für From Software, wäre das eine ganz neue Art von Folter. Nicht, dass die jetzt großartig gegen Folter sind. Okay, aber hier ist gar nichts. Das ist strange, oder? Okay, dann gehen wir den einzigen Weg, den wir noch gehen können. Und zwar am Ort der Gnade vorbei. Hier haben wir ja alles gemacht, was wir machen können. Weiter hoch kommen wir nicht. Das Teil hochdrehen können wir nicht. Der Gerät schläft. Da ist auch nochmal ein Fahrstuhl, der nicht funktioniert. Wir haben also nicht wirklich irgendwie eine Chance, irgendwas anderes zu machen, als hier rauszugehen. Oder hinten. Da sind Items. Items, Alter. Ne Pro, die, Okay. Dude! Fucking aggressive Kanarienvögel. Wait, what? Wait, what? Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Aber es war awesome. Okay, zumindest wissen wir, wo wir drauf aufpassen müssen. Die Fässer hier sind keine guten Fässer. Wisst ihr, an was mich diese Explosionsfässer erinnern? Die erinnern mich an Dark Souls 2. Ja, ja. Das ist eine schlechte Erinnerung. Das ein Item? Geht's hier rein? Und zwar, wo man so eine Explosionsfässer hat und dann sind da diese Turtle-Typen. Weißt du, wen ich meine? Es gab doch diese Turtle-Panzer, die so eine übelste Keule hatten und wenn du zu nah dran warst, haben die sich so nach hinten fallen lassen, einfach auf dich. Diese Arschloch-Turtles, Alter. An das erinnert mich das immer, wenn ich das sehe. Ja, wir sehen spektakulär aus, spektakulär fett. Freunde, ich halte mich über Waffe.
Das sind die ersten Anzeichen, Alter. Ich halte mich über Wasser mit einem Energy Drink. Ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Halt dich gesund und ich hoffe, du schaltest beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir hier weiter uns durch die Scheiße prügeln. Also wir sind auch richtig nah am Deku-Baum. Deswegen interessant. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye.